Buonasera a tutti. Dobar dan svima. Einen guten Tag euch allen. Ich wurde gebeten, dass ich euch meine Lebensgeschichte erzähle, aber diese Geschichte ist so lange, weil es ist schon so lange her alles, und ich werde mich aber bemühen, kurz zu sein, denn viele Jahre muss man ja in kurzer Zeit erzählen können. Das erste Mal bin ich nach Medjugorje gekommen, Sommer 1982. Damals war ich 20 Jahre alt, so wie ihr vielleicht jetzt. Wer ist denn hier 20 Jahre alt? Möge die Hand hochhalten. Wunderbar. Es ging um eine ungewöhnliche Abenteuer. Meine Mama, sie hat über die Ereignisse von Medjugorje gelesen, und zwar in einer Zeitung. Und meine Eltern haben beschlossen, über den Sommer nach Medjugorje zu kommen. E guardiamo che cosa succede a Medjugorje. Meine Eltern haben damals gesagt, wir gehen nach Dalmatien baden, und dann werden wir schauen, was denn so geschieht in Medjugorje. Und damals war Medjugorje nicht so wie heute. Es gab kein Internet. Riportasse il paese di Medjugorje. Es gab auch nicht geografische Karten, wo Medjugorje stand. Und wir hatten nur eine Richtung, die wir kannten, und zwar westlich von Mostar war das ungefähr 20 Kilometer, und das war sogar falsch. Und in diesen Jahren waren auch Verfolgungen. Un giorno i miei genitori lasciarono me e mio fratello al mare. Presero la macchina, staccarono il caravan e vennero a cercare Medjugorje. Und so sind wir baden gegangen. Wir waren am Meer, und dann an einem Tag haben die Eltern mich und meinen Bruder einfach dort gelassen, und sie haben das Campinghäuschen gelassen, und mit dem Auto sind sie nach Medjugorje gefahren. Sie hatten damals Angst wegen der Polizei, weil sie konnten ja da keine Informationen bekommen, damals zu dieser Zeit. Und sie endeten in Cherokee Brieg. Das ist ungefähr eine kleine Stadt, 30 Kilometer entfernt von hier. Und nachdem sie Cherokee Brieg besucht haben, sie haben ja verstanden, dass sie nicht in Medjugorje sind, aber sie hatten nicht den Mut zu fragen. Sie sind in das Auto gestiegen, aber sie wussten nicht, wohin sie fahren müssen. Und dann eine junge Frau ging da spazieren, und dann fragte meine Mama, wo liegt denn Medjugorje? Und diese junge Frau beugte sich, dann
schaute sie erst links und rechts, ob nicht jemand zuhört. Und als sie gesehen hat, dass niemand zuhört, hat sie dann gesagt, wo sie fahren müssen, welche Richtung sie nehmen müssen nach Medjugorje. Und so gingen meine Eltern diesen Weg dann. Sie kamen dann zur Kreuzung und da war dieser einzige Platz, wo dann diese Beschriftung war, die Tafel, Medjugorje, und sie kam zurück, wieder ans Meer, zum Campen. Und sie haben gesagt, morgen früh gehen wir mit diesem Camphäuschen zusammen nach Medjugorje. An diesem Tag haben die Franziskaner Patres uns gesagt, dass wir hier 10 Meter von der Kirchentüre unser Camphäuschen parken. Medjugorje war ganz anders. Hier stand ein Weinberg. Und es waren viel, viel weniger Häuser hier. Und wir sind in Medjugorje geblieben, fast 2 Wochen. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Trovare il parroco in prigione a motivo della fede. Für mich als 20-jähriger junger Mann, es war nun sehr eindrucksvoll, und zwar eine Pfarrei zu besuchen, in dem der Pfarrer dieser Pfarrei im Gefängnis ist wegen Glauben. Und das war Pater Josusovko, und wir senden ihm unsere Grüße, unsere Liebe, unser Gebet. Die Erfahrung von Medjugorje war für mich wunderbar. Ich war 20 Jahre alt und studierte Mathematik. Ich war sehr zufrieden mit dem Studium Mathematik, und Mathematik liebe ich auch heute noch. Aber als ich hierher gekommen bin, ich habe so eine warme Kirche in der Liebe Gottes gefunden. Hier waren nur Kroaten und fast sozusagen null Ausländer. Und die Kirche aber war voll. Le persone come rispondevano al rosario e soprattutto come rispondevano alla messa. Und ich war so begeistert, diese Menschen, die dann geantwortet haben während dem Rosenkranz, und vor allem, wie sie teilgenommen haben bei der Eucharistiefeier. Die Antwort der Pfarrgemeindemitglieder während der Messe war so wie ein Donner. Es war sehr eindrucksvoll, diese kroatischen Männer, groß, stark, mit dem Rosenkranz in der Hand. Und sie zeigten eine Zärtlichkeit, einen Glauben, und das Ganze hat mich so tief getroffen. Che pregavano, che andavano a messa, che si confessavano, ho detto, ma allora il Vangelo è vero. Und als ich all die Personen gesehen habe, die gebetet haben, die zur Beichte gegangen sind, zur Heiligen Messe, ich habe mir gesagt, das heißt, das Evangelium ist die Wahrheit.
Io ero proprio un bravo ragazzo, come quello che ha il giovane ricco che ha incontrato Gesù. Ich muss sagen, dass ich ein guter junger Mann war, so vielleicht wie dieser reiche junge Mann, der Jesus begegnet ist. Und das war immer mein Problem. Già andavo a messa qualche volta durante la settimana. Denn ich habe da schon den Rosenkranz gebetet. Ich bin zur Heiligen Messe gegangen, auch unter der Woche. Und ich habe all die Sachen gelebt von Jugend an. Il Vangelo che mi ha terrorizzato. Gerade das Evangelium, wo auch das Thema von unserem Jugendfestival ist, das ist das Evangelium, wo immer in mir irgendwie Aufruhr gebracht hat. Abbiamo raccontato tutto a mia nonna, la mamma di papà. Als wir dann zurückgekommen sind, haben wir alles der Oma erzählt, der Mama, vom Papa. Und sie hatte einen originellen Glauben, dieser Glaube, der frei war. Und trotz dem Ganzen, nun, wie wir das gesagt haben, aber wir waren überrascht über die Antwort, ach, es wäre so schön, wenn ich auch nach Medjugorje komme. Und mein Vater hat gesagt, ich habe noch eine Woche Urlaub, wenn du möchtest, können wir hinfahren. Wir fahren dich hin. Und die Oma, sie machte den Reisepass. Und es ging so schnell, in einem Tag war alles fertig und wir sind dann wiederum nach Medjugorje gefahren und das war eine unendliche Reise und zwar an der Adriaküste entlang sind wir gefahren. Und an diesem gleichen, also am gleichen Sommer, dieses gleiche Jahr, bin ich dann wiederum gekommen und blieb noch mal eine Woche. Nach meinem ersten Zurückkehren nach von Medjugorje zurück, kam dann nach Italien das erste Mal Pater Slavko. Veniva da noi in roulotte e io suonavo la chitarra e gli insegnavo i canti in italiano. Odmah sam ga upoznao. Ich habe ihn gleich kennengelernt und er kam auch in unser Camphäuschen und ich brachte ihm bei, Gitarre zu spielen, italienische Lieder zu singen. Er kam auch zu uns zum Kaffee trinken, manchmal auch zum Abendessen. Und das sind wunderschöne Erinnerungen, die ich im Herzen trage. Und ich denke, all jene, die Pater Slavko kannten, sie erinnern sich bestimmt an ihn durch seine Liebe. Als wir dann zurückgekommen sind, habe ich mir ganz ernsthafte Probleme gemacht. Wenn das Evangelium die Wahrheit ist, dann brauche ich mich nicht fragen, was ich tun möchte aus meinem Leben, sondern ich muss mich fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Ich bin dann nach Hause gekommen und setzte fort mit meinem Studium Mathematik. Ich habe den Rosenkranz jeden Tag gebetet.
Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was möchtest du denn, dass ich tue? Und ich wollte damals, dass der Herr mir gleich Antwort gibt. Liebe Jugendlichen, tut dies nicht vergessen. Der Herr, er antwortet nicht gleich. Der Herr, er wartet, dass er uns Antwort gibt, aber er sieht auch, dass wir noch nicht bereit sind und deshalb wartet er. Und uns kommt es aber vor, dass Gott uns nicht hört. Und wir setzen dann fort, Herr, ich frage dich, was möchtest denn du, dass ich jetzt tue? Ich frage dich schon einen Monat lang, zwei, ein Jahr, drei Jahre. Und er antwortet nicht. Denn er weiß, dass ich noch manche Schritte tun muss, Schritte im Herzen, dass ich wahrhaftig auch seine Antwort möchte. Und ich muss bereit sein, auf seinen Ruf zu erwidern. Quando si avvicinava l'estate e decidavamo dove andare in vacanza. Und so ging es einige Jahre, in dem im Sommer wir immer überlegt haben, wohin wir denn gehen, und zwar Sommerferien. Und ich in der Familie, ich habe immer dann gleich gesagt, wir gehen nach Medjugorje. Und dann begann der Kampf, wie lange wir dann hier bleiben werden, wie viele Tage. Und die Situation, wo ich wirklich der Sieger war bei all den Diskussionen, das war die Dauer von 3 Wochen in Medjugorje. Aber meistens hatte ich Erfolg, und zwar, dass wir ungefähr 12 oder 15 Tage bleiben. Und ich erinnere mich, dass die Tage, die wir hier verbracht haben, es waren Tage des Gebetes und heiligen Biografien, in denen ich sie gelesen habe, und ich erinnere mich auch das Leben des heiligen Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars. Dies habe ich gelesen, und dann auch das Leben von Johannes Bosco, seine Bücher, seine Briefe. Heiligen Dominikus Savio, heilige Katharina von Siena, heilige Teresa von Avila. Ich habe auch über sie alle gelesen. Und vor dem Rosenkranz, jeden Abend, das heißt ungefähr um diese Zeit, ich saß dann hier hinter diesem Altar, da war ein Weinberg, und ich meditierte, überlegte über das Evangelium. Und so ging es 3 Jahre lang und nichts ist passiert. Ich erinnere mich, 1985 Sommer, da war ich 23 Jahre alt. Mein spirituelles Leben wuchs, aber
was meine Berufung anging, ich hatte ein Gefühl der Dunkelheit. Jetzt habe ich noch etwas vergessen zu erzählen. 1982, als ich von Medjugorje nach Hause gekommen bin und ich setzte fort mit meinem Studium, und in einer Nacht hatte ich einen Traum. Ich habe ein Licht gesehen und dieses Licht wurde immer stärker. Und ich sah in diesem Licht etwas, und zwar eine Figur, eine Gestalt, die leuchtete. Und im Traum habe ich mir selbst gesagt, das ist die Mutter Gottes, die Gospa. Und meine Reaktion war so, als dass ich fliehen wollte, weil ich habe gespürt, jetzt muss ich mein Leben ändern. Ich hatte irgendwie Angst. Und als ich mich dann umgedreht habe, das war alles im Traum, ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe gespürt, da ist jemand, aber ich habe nichts gesehen. Sentivo come la voce della Madonna, ma non capivo le parole, come se parlasse con qualcun altro una lingua sconosciuta. Und dann in einem Moment habe ich eine Stimme gehört und es kam mir so vor, als sei es die Stimme der Mutter Gottes und sie spricht mit irgendjemand, aber in unbekannter Sprache. Ho sentito che mi ha detto: sei tu che non hai voluto vedere, tocca a te ora vedere. Und in einem Moment habe ich gespürt, du bist derjenige, der es nicht gesehen hat, aber du musst diesen Wunsch haben zu sehen. Du wolltest es nicht sehen. Und so habe ich nichts gesehen und ich habe begonnen mit einer spirituellen Arbeit und ich war im Scout und ich bin dann zu einem Priester gegangen. Er war unser Geistlicher. Es geht um Kardinal Angelo Bagnasco. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Und er führte mich durch diese Jahre der Dunkelheit. Und als ich vom 9. im August 1985 nach Medjugorje kam, an einem Freitag um 13 Uhr, wir haben gefastet bei Brot und Wasser. Und meistens ist so, um 13 Uhr ist ja niemand hoch auf dem Kreuzberg, aber ich bin hoch auf den Kreuzberg mit meiner Mama und wir beteten den Kreuzweg. Und ich bin zum Kreuz gekommen und im Schatten des Kreuzes saß ich und genau in dem Ganzen, wo sich das Kreuz kreuzigt, also wo es zusammen ist. Und da betete ich und diese ganzen Tage, die ich hier war, ich habe gebetet. Ich habe verstanden, dass meine Seele klar geworden ist. Con tutto il deposito
lo porta su, si agita e non è limpido. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand in den Keller geht und er bringt einen Wein, Spitzenqualität, und es setzt sich ja alles unten ab, und sobald man die Flasche hin und her bewegt, ist dieser Wein nicht mehr klar. Und du nimmst diese Flasche Wein, Spitzenqualität, und du lässt diesen Wein 2 Tage stehen, und dann wird dieser Wein wieder klar. Liebe Jugendlichen, wenn ihr intensiv betet durch einige Tage, dann reinigt sich unsere Seele. Und so habe ich verstanden, dass manche Momente in meinem Leben, wo es sich gelohnt hat, dafür zu leben, dass dies die Momente des Gebetes und des Dienens waren. Und ich habe begonnen, dies zu verstehen, dass meine Seele einen tiefen Wunsch hat nach dem Gebet. Und diesen Hunger hätte ich nie stillen können, wenn ich mich nicht dem Herrn hingegeben hätte. Und an diesem Tag habe ich verstanden, dass ich mich dem Herrn weihen muss. Und so bin ich nach Hause gekommen und ich habe gedacht, es muss noch viel Zeit vorbeigehen, weil ich ja schon so lange gewartet habe. Nach einem Monat, Johannes Paul II., er kam zu Besuch nach Genf und er sprach zu uns, den Jugendlichen, und wir waren in einer Sporthalle, und in dieser Sporthalle habe ich ganz vieles gesehen. Amerikanischer Fußball, Konzerte, Basketball. Aber ich habe niemals so etwas gesehen, das uns so begeistert hat, wie das Kommen vom Papst. Und als der Papst seine Hand ausgestreckt hat, die Hände und diese Begeisterung der Menschen, es war so, als würde irgendwie die Bühne sich jetzt zerstören. Also es war so dieses Gefühl. Und der Papst hat da gesagt, Jugendliche, nehmet euer Leben in eure Hände und macht daraus ein Kunstwerk für Gott. Und dieser Satz hat mein Herz durchdrungen. Und da habe ich begonnen, dass mein Leben ein Kunstwerk wird. Und ungefähr nach einem Monat ich begegnete meinem geistlichen Führer vorm Pfarrhaus. Und ich habe zu ihm gesagt, ich muss dir jetzt einiges erzählen und meine Situation, wann hättest du denn Zeit? Komm mir heute Abend nach dem Abendessen.
e gli ho raccontato da principio tutta la mia vita spirituale. Und ich kam zu ihm und habe ihm mein ganzes spirituelles Leben erzählt, von Anfang an. Da questo si deduce che io sono chiamato a diventare prete diocesano. Und als ich dann zum Ende kam, nun aus dem Ganzen können wir zusammenfassen, dass ich ein Diözesanpriester werden muss. Denn ich wollte in Zusammenarbeit sein mit den Nachfolgern der Apostel. Und das sind jene, die die Aufgabe haben, das Wirken Jesu hier auf dieser Erde fortzusetzen. Und er hat mir geantwortet. Und ich denke schon dies 3 Jahre. Und dann hat er mir gesagt, danke dem Herrn, denn er hat in dir große Sachen getan. Und ich natürlich mit meinem großen Hochmut, den ich in mir hatte, ich habe zu ihm gesagt, ja, aber ich habe mich ja auch bemüht. Credevo, da bravo ragazzo, credevo di essere stato io bravo a capire che cosa volesse il Signore da me. Damals als guter junger Mann, ich habe geglaubt, dass ich ja derjenige bin, der es verstanden hat, was der Herr von mir möchte, denn ich bin ja gut. Und dann gingen die Jahre meines Priestertums veramente prostrato nell'anima. Und es gab Momente, in denen ich hier nach Medjugorje gekommen bin und ich bestieg den Kreuzberg Križevac und ich war oben mit meiner Seele, diese Seele, die sich ganz Gott zeigt. Ich habe verstanden, dass ich absolut nicht auf dieser Ebene bin, der Sendung, das, was mir anvertraut wurde. Und ich bat um Hilfe Gottes. Ricordo che allora non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile che io fossi diventato prete e lo fossi rimasto. Und ich erinnere mich, dass damals zu dieser Zeit ich konnte mir nicht erklären, wie ich eigentlich Priester geworden bin und wie ich Priester geblieben bin. Ich habe verstanden, es geht hier um ein Wunder Gottes und nicht um meine Tat. Es kam dann auch dieser Moment, wo ich dann meinen Eltern sagen musste, dass ich in Priesterseminar eintrete. Und das war Oktober und das Schuljahr hat schon begonnen. Und ich wollte mich gleich anmelden. Zuallererst habe ich dies meinem jüngeren Bruder gesagt, der heute auch hier ist. Und er war sehr zufrieden. Ed era contenta, ma diceva, ma matematica? Und dann habe ich der Mama gesagt, sie war auch zufrieden, aber sie hat gesagt, ja, und was jetzt mit der Mathematik? Denn ich stand schon vor der Diplomarbeit und musste dies noch beenden. Un giorno che eravamo a pranzo solo io e lui. Und beim Mittagessen, als mein Vater und ich
bei Tisch saßen, da habe ich es erst meinem Vater gesagt. Und in diesem Moment, als ich ihm das gesagt habe, dieses Stückchen Fleisch ist irgendwie im Hals stecken geblieben. Also in diesem Moment, wo ich ihm das gesagt habe, ich glaube, er hat ein Jahr gebraucht, damit dann dieses Stückchen Fleisch schlucken kann. Schlucken, verdauen kann. Nun und so bin ich zur Begegnung gegangen, Scout, und das war eines der besten Abende in meinem Leben. Vor dieser Begegnung, ich habe es meinen Freunden gesagt, wir standen vor der Kirche und ich habe gesagt, ich werde ins Priesterseminar eintreten. Und dann kamen sie, der eine nach dem anderen, und ich habe dann immer gesagt, weißt du, ich muss dir etwas sagen, in 3 Tagen, ich werde ins Priesterseminar eintreten, aber niemand hat dies geglaubt. Also niemand hat es geglaubt und dann haben sie auf die Reaktion der anderen gewartet und so, auch die anderen haben es nicht geglaubt. Und dann war ich im Priesterseminar und ich habe ein Deal mit der Mutter Gottes gemacht, also ich habe etwas abgemacht mit ihr. Also die Absprache war so, ich werde mich bemühen, ich werde dieses Jahr Mathematik jetzt nun lassen, das was auf mich wartet, aber du bemühe dich um dies, dass ich nicht den Wehrdienst machen muss. Und so werden wir dann 2 Jahre sparen. Und als dann dieser Moment kam und ich konnte das Ganze nicht verschieben, den Wehrdienst, und es sah so aus, es gibt nicht die Lösung für mein Problem. Und in einem Moment hat mich mein Bischof Kardinal Siri angerufen und er sagte, mein Lieber, deine Hauptverantwortlichen, sie glauben an dich und ich glaube an dich und ich werde vom Papst dies verlangen, dass er dich vorher zum Diakon weiht, damit du den Wehrdienst nicht machen musst. Und so wurde ich zum Diakon geweiht, also vorher. Und der nächste Bischof, der dann kam, er hat sich auch beeilt mit der Priesterweihe. Und so nach 5 Jahren bin ich wieder Johannes Paul II. Begegnet, der erneut nach Genf kam. 5 Jahre zuvor habe ich mich gefragt, was wird denn aus meinem Leben sein? Und 5 Jahre danach war ich Priester, gekleidet im Priestergewand, vorm Altar mit einem Schälchen, wo die Hostie gesegnet wird. Und in all dem Ganzen danke ich dem Herrn.
denn er hat mich geführt. Und ich habe gedacht, ich bin dieser junge, gute Mann. Aber dies war ich nicht. Und der Herr, er hat es geschafft, dass ich vorwärts gehe, trotz meiner Makel. Und in einem Moment hat er beschlossen, dass ich dann zum Nachfolger der Apostel werde. Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Danke euch allen und ein angenehmes Fortsetzen im Gebet.